Hi liebe Leute, willkommen bei Flauschis Gamezone. In diesem neuen Video von The Witcher 3 habe ich einen kleinen Anfänger-Glitch, und zwar einen XP-Glitch oder Exploit, der empfehlenswerterweise ab Level 5 gut ist und maximal bis Level 15. Alles was darüber geht, gibt einfach zu wenig Punkte und lohnt sich nicht mehr. Dafür müsst ihr ihn wählen an diesen Fleck, den ich euch gerade markiert habe. Hier seid ihr noch in Novigrad, das heißt am besten geht ihr zum Schnellreiseport und geht auf die Galgengasse. Von dort aus braucht ihr dann nur mehr im Prinzip an der Küste entlang reiten. Kleine Empfehlung dazu ist auch bitte oberhalb des Wassers, das heißt nicht direkt am Strand nachreiten, weil da einige Gegner sind, die haben es frostig hinter den Ohren und da werdet ihr ziemlich Damage kriegen. Also einfach im Weg entlang, dann kommt ihr relativ gut hin. Wenn ihr das Ganze auf der schwierigsten Stufe spielt, also Todeswunsch, bringt es nichts, wenn ihr mit einem normalen Bolzen hingeht, sondern da braucht ihr bessere Armbrust und solltet vielleicht auch die Skillung bei der Armbrust auf zweite Stufe setzen. Das heißt, ihr habt dann 50% mehr Schaden, dann sollte das auch funktionieren. Denn ihr müsst Nicht so diese schnell, Plätze. Wasserleichen, beziehungsweise ihr Ertrunkenen heißen die, glaube ich, müsst ihr mit einem Schuss umballern. Ansonsten wird das Ganze zu kompliziert und macht nicht wirklich Sinn. Pro Level könnt ihr dann circa rechnen, ja, 10 Minuten, 5 Minuten am Anfang, je nachdem wie gut ihr euch anstellt. Das heißt, wenn ihr dann hier bei diesen Wracks angekommen seid, geht ihr mal ins Wasser. Am Anfang empfehle ich euch auch, das Schutzschild aufzubauen. Das habt ihr hier. Und die Armbrust, wie schon gesagt, anzuwählen, weil unter Wasser könnt ihr im Prinzip nur mit der Armbrust schießen. Und ihr geht dann hier ins Wasser. Einfacher wäre es, wenn ihr bis zur zweiten Insel geht und dort abtaucht, aber wie gesagt, ihr könnt auch hier schon ins Wasser, dann habt ihr ein bisschen Übersicht. So, wie ihr da vorne schon schwimmen sehen könnt, habt ihr da die ganzen Ertrunkenen. Im Normalfall sind das drei an der Zahl, das heißt, ihr schwimmt weiter vor und ihr habt die Ertrunkenen immer auf der gleichen Seite, das heißt, die kommen immer von der gleichen Richtung. Also ist das Ganze relativ überschaubar. Solltet ihr, wie ich am Anfang, das Problem haben, dass die Gegner nicht automatisch ins Visier kommen, könnte das entweder sein, weil ihr zu weit weg seid oder weil irgendein Bug drinnen ist. Oder was bei mir halt der Fall war, ich bin mit Level 3 das erste Mal hier gewesen auch. Das funktioniert nicht, ihr habt keine Chance. Also bitte frühestens ab Level 4. Da könnt ihr allerdings dann damit rechnen, dass ihr bessere Armbrust braucht. Und wie gesagt, am besten auch das Schießen ein bisschen hochskalieren. Ansonsten ab Level 5 ist optimal, braucht ihr nur einen Schuss. So, ich habe das jetzt ein bisschen vorgespult, wie ihr an die Leichen sehen könnt. Das heißt, ihr taucht sie unter und ballert einfach auf die Gegner. Ihr ab und zu mal angegriffen werdet, das ist nicht so schlimm. Kleiner Trick noch dabei ist, wie gesagt, die kommen immer von vorne, also aus dieser Richtung, wo ich jetzt schaue. Wenn ihr die zwei oder drei Typen abgeballert habt, dann wechselt einfach die Kamerasicht nach hinten, so dass ihr im Prinzip diesen Fleck nicht mehr in Sicht habt und schon spawnen die Gegner wieder. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Über ein Like freue ich mich natürlich wie immer. Und ja, ansonsten viel Spaß und immer schön flauschig bleiben. Tschüss.